wissenschaftliche Mitarbeiterin muss ich natürlich zum einen die Lehre abdecken. Das heißt, ich gebe Seminare, betreue Studierende bei Abschlussarbeiten und so weiter. Und zum anderen natürlich Forschung. Das heißt, wir konzipieren hier Studien, führen die durch, oftmals mit Hilfe der Studierenden, veröffentlichen die dann, wenn es gute Ergebnisse sind. Und ja, das ist hier eigentlich so der Alltag, der immer so stattfindet. Ich habe das Gefühl, es war sogar während der Studienzeit die Vereinbarkeit von Fußball und Studium war sogar fast schwieriger, weil man da eben dann feste Daten hat, feste Abgabetermine, Klausuren und so weiter. Und dann gab es ja noch, dass man nur zweimal im Semester fehlen durfte. Und das war schon schwierig zu vereinbaren. Da musste ich immer mit den meisten Dozenten und Dozentinnen sprechen und irgendwie abklären, dass wir da individuelle Lösungen finden können. Und hier gucke ich immer schon so, dass ich das Semester, Anfang des Semesters, alles so plane, dass keine Klausur oder keine mündliche Prüfung mit irgendwelchen Abstellungsperioden beim Fußball kollidiert. Also da kann ich ja selber ganz gut jetzt eigentlich planen, wie ich meine Arbeitszeiten so strukturiere. Deswegen ist es eigentlich ganz gut vereinbar mittlerweile. Ich mal versucht habe, ist ein ganz gutes Zeitmanagement einfach hinzukriegen, dass ich mir immer genau, also weil ich es einfach auch musste, weil ich eben wenig Zeit hatte, dass ich mal gesagt habe, hier hast du jetzt einen Nachmittag Zeit, dann setzt du dich da hin und machst dann die Hausarbeit und schreibst die Hausarbeit oder da gehst du trainieren. Das heißt, ich war immer darauf angewiesen, meine Zeit ganz gut einzuteilen, und wenn man das gut macht und gut plant, finde ich, dann schiebt man auch Dinge nicht vor sich her und dann kommt man auch ganz gut durchs Studium und durch alles andere, was man sich so vornimmt. Im Profisport werde ich, denke ich mal, schon in gewisser Weise dem Sport trotzdem verbunden bleiben. Sei es als Zuschauerin oder einfach als Trainerin oder einfach im Verein ein bisschen helfen. Also ich werde auf jeden Fall da weitermachen, weil man doch von dem Sport, den man dann 20 Jahre gemacht hat, nicht so schnell loskommt und auch gar nicht loskommen möchte, denke ich. Man kann sich ja einerseits einen Plan machen und mein Plan ist, an die Schule zu gehen, aber ob die Pläne dann immer so verwirklicht werden, wie man sie sich vornimmt, vorher ist immer die Frage. Also ich bin eigentlich offen für alles und guck mal, wo mich mein Weg hinführt, sei es an der Uni oder sei es dann in der Schule. Das wird man sehen.